Ja, also 1000 Amerikaner für irgendeinen Retail-Einzelhändlerladen. Im Mittleren Osten gibt es 11.000 Leute pro Laden, also schon viel weniger Läden. Lateinamerika 18.000 Leute, in Russland 28.000, Asien-Pazifik außer China 90.000. Und dann haben wir gesagt, okay, warum wachsen wir so schnell? Lass uns das eigentlich noch beschleunigen, weil je weniger Läden es gibt, desto schneller E-Commerce, desto weniger Alternativen. So ähnlich, der Tim ist ja hier mit Mobiltelefon schnell gewachsen, aber der Afrikaner, der MTN, ist viel schneller gewachsen, weil es viel weniger Fixline gab. Desto weniger Fixline, desto schneller Mobiltelefon. Und denke ich, am Ende ist es das Glück vom Mutigen und das Glück von dem, der wagt, oder das Glück vom Glücklichen oder wie auch immer. Aber am Ende hat es sehr gut funktioniert. Heute von roundabout 25.000 Mitarbeitern sind, ich glaube, 15.000 oder 18.000 außerhalb von Deutschland. Was ist unser Ziel? Man muss auch ein großes Ziel haben. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht, aber wenn wir ganz nah kommen, reicht es auch. Wir wollen außerhalb USA und China sehr groß sein. Wie verstehen wir uns bis heute? Wir sehen eher so wie Bob the Builder, ja, oder wie die Leute Lego gebaut haben und so. Nicht den Einstein vom Internet, sondern eher die Bausteine nimmt und vielleicht das schnellste Haus baut. Wir sind 5,4 Milliarden Menschen sind in Ländern, wo wir unterwegs sind, wo wir Leute on the ground haben, 74% aller Mobilfunknutzer. Und das ist so unsere Welt, ja. Im Grunde genommen ohne USA, also nicht wie der Tim, wir sind nicht so mutig, T-Mobile zu kaufen, das trauen wir uns nicht. Ja, also so erfolgreich sind wir dann doch nicht. Und wir sind auch nicht so mutig, nach China zu gehen, vielleicht wie der Schrauben wird. Das heißt, wir sind eher in der mittleren Mutig-Kategorie. Und aber so diese anderen Länder, ja, ich habe heute mit dem Ringier telefoniert oder mit einem, dem CEO, und der meint, der wäre in Kenia jetzt unterwegs und so. Man merkt schon quasi, ja, diese Rest der Länder, wir sagen immer ROW, ja, oder wie die Amis sagen, Rest der Welt, ja. So Rest der Welt erzählen die oft uns auch zu in Deutschland. So ein bisschen Rest der Welt, ja, wir sagen immer, Kleinvieh macht auch Mist, ja. Wir sammeln die alle so ein bisschen ein, wie die United Nations, ohne die amerikanische und chinesische Flagge. Und das gibt auch eine ganze Menge. So ist das ungefähr, hat das funktioniert. Zwischen 2007 waren wir 20 Leute und jetzt sind wir irgendwie 25.000 Leute. Am Anfang immer sehr langsam und das lieben wir auch. Und ich glaube, das mussten wir lernen, aber das ist eben heute, glaube ich, ein großer Vorteil. Wir säen über diese kleinen Pflänzchen und am Ende quasi, ja, je mehr wir säen, ja, dass die dann eben alle gleichzeitig wachsen in Indien und Lateinamerika und in Deutschland, da kommt dann eben oft was Exponentielles dann später raus. Und ich glaube deswegen auch wieder ruhig im Unternehmen, im Konzern ein klein bisschen mutiger, ein klein bisschen mehr säen. Nicht so, wie das manche machen, eben dann unbedingt den 5-Jahres-Plan und wenn da eine Abweichung ist, wir machen die Pläne am Anfang eher monatlich oder wöchentlich oder vergessen den Plan generell. Ja, das geht beim Tim, da musst du eben so kleinere Einheiten schaffen. Ja. So, und darum geht's. Ja, sind wir, das Ding müssen wir beherrschen als Deutsche. Ja, wir müssen das, da geht das Rennen neu los. Darum dreht sich die nächsten 10 Jahre. Auch ein Google hat Angst, weil die Suche auf dem Mobiltelefon nicht mehr dasselbe ist. Ja, das ist unsere Chance. Unsere meine ich von allen hier, meiner Meinung nach, im Saal. Es geht viel mehr neu los, als man denkt. Und hier gibt es vielleicht, wenn man heute im Desktop-Bereich nur die Nummer 3 ist im Traffic oder so, hier kann man wieder die Nummer 1 werden. Ja, das ist wieder das Zeit, das ist so ein bisschen die Nachkriegszeit des Internets geht neu los. Ja? Ja, alles, was vorher war, ist so ein bisschen kaputt, ohne dass sie wissen, dass es kaputt ist. Ja, und ist auch gut so. Ja, wichtig ist, der heute im Desktop hat nicht die Sicherheit, dass er dort im Mobiltelefon führt. Und wir sehen das große Chance und wir hoffen, dort ein klein bisschen vom Kuchen zu bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach quasi mal ein Beispiel machen, in Südostasien, das obere links, Lazada, das ist so ein bisschen wie das mobile Amazon, das führende General Merchandise-Seite mobil in Südostasien.
und actually Desktop auch. Zalora ist sowas wie Zalando nur mobil in Südostasien. Kaimu ist sowas wie eBay. Foodpanda ist sowas wie Lieferbestellung, Lieferheld. Easy Taxi, sowas wie Uber. Lamudi, sowas wie der Immobilien-Scout, was der Tim gerade verkauft hat. Kamudi etc. Ja? So, das heißt, darum geht's. Und da kommt immer wieder was Neues. Wir haben jetzt in London so einen Dienst, ja, aufs Telefon drücken, in einer Stunde kommt jemand und holt ihre Wäsche ab, ja, irgendwie jetzt mittlerweile 1000 Orders oder so am Tag. Wir haben so einen anderen Dienst, ja, Storage, ja, die Amerikaner haben von Self-Storage geredet, diesen großen Lagerhallen da, ja, auch in England und in Deutschland jetzt gelauncht, können Sie, und sogar in Chicago, können Sie quasi Telefon drücken, dann kommt jemand, holt die Sache ab, können Sie sich anschauen, ja, jetzt möchte ich meine Skier zurückhaben, kommen die Skier zurück, ja, natürlich alles schön im Abo, ja, und ja, kennen wir auch, ja, ja, haben wir auch mal gelernt. Und am Ende, das ist so ein bisschen, warum wir denken, es geht neu los, ja, und warum wir jeden Tag aufstehen und versuchen, etwas zu erreichen. Das, denke ich, brauchen wir nicht. So, das ist zum Beispiel eine andere. Ich weiß nicht, hat der Andreas, glaube ich, in die Präsentation geschummelt. Das ist im Grunde genommen auch wieder so eine neue Sache. Haben wir gesagt, okay, Marktplatz, Öko, mobil. Ja, da versuchen wir so ein bisschen den Wochenmarkt zu ersetzen. Am Ende, glaube ich, ich habe Ihnen nichts Neues. Da wissen Sie genauso viel mehr und da sind Sie im Content und in Applikationen eher besser als wir. Ich glaube, die große Chance ist, wir müssen mehr Selbstvertrauen haben, wir müssen mutiger sein, wir müssen mehr investieren, wir brauchen nicht auf die Merkel warten. Und am Ende denke ich, ein größeres Stück von dem neuen Kuchen Mobile Internet holen. Und ich denke, Sie haben die Mittel und ich denke, Sie haben auch die Talente. Und wenn Sie Talente nur teilweise haben, dann denke ich, gibt es genug junge Leute draußen, die ihr Kapital, ihr Netzwerk, ihr Know-how brauchen. Und auf diese Weise haben wir irgendwann vielleicht auch mal ein kleines Google, ein kleines eBay oder Ähnliches. Vielen Dank.